Hallo, guten Abend, Ni Hao und herzlich willkommen im Kino des DFF, das Deutsche Filminstitut und Filmmuseum, für den Auftakt der neuen Lecture- und Filmreihe für den Wintersemester 2019-20 und Sommersemester 2020. In dieser Reihe widmen wir uns wie immer ein besonderes Thema für 2 Semester und das erlaubt uns wirklich in die Tiefe zu gehen von diesem Thema. Wir haben, wie Sie schon wissen, einen Vortrag, Filmvorführung, Diskussion und auch Begleitfilme in dieser Reihe zusammengestaltet, um diese Themen tiefer einzusprechen. Zusammen mit dem Institut für Theater, Film und Medien der Goethe-Universität haben wir schon Lecture- und Filmreihen zu Jean-Luc Godard, Andrew Warhol, Pier Paolo Pasolini, Agnès Varda, Ernst Lubitsch, das brasilianische Cinema Marginal mit Tropical Underground und schließlich letztes Jahr Chantal Ackermann veranstaltet. Falls Sie sich eigentlich für diese Reihen sich interessieren, können Sie auch alle Vorträge im Internet bei unserem YouTube-Kanal des DFF wieder schauen oder ja, anschauen. Aber es war jetzt Zeit, uns ein non-westliches Thema zu widmen. Wir haben uns dann für das Werk von Jia Zhongke entschieden. Ich muss direkt schon sagen, es tut mir sehr leid, wenn ich etwas Falsches ausspreche. Ich gebe mir Mühe, aber Chinesisch ist leider nicht eine Sprache, die ich beherrsche. Und deswegen, ich muss das schon vorab sagen. Aber das war eine sehr interessante Wahl und sehr gute Wahl auch dieser Herausforderung, hier das Werk von Jia Zhongke bei der Lecture- und Filmreihe zu analysieren, zu präsentieren, zu diskutieren. Und ich denke, das ist eine sehr gute Wahl, genau deswegen, weil er ist sowohl sehr wichtig für den chinesischen Kontext und dadurch, dass er auch zeigt, dass chinesische Geschichten und chinesische Völkes uns präsentieren, etwas, was vielleicht für viele von uns hierzulande fremd oder vielleicht unbekannt ist. Aber er wurde auch sehr beeinflusst von westlichen und besonders europäischen Kino. Und das werden wir im Laufe der Reihe auch näher sehen. Und ich glaube, das macht auch die Filme irgendwie zugänglich oder irgendwie auch hat eine Besonderheit, diese Filme. Ich selbst habe dieses Werk von Jia Zhongke 2008 entdeckt, als wir den Film Still Life in dem Kino, wo ich damals arbeitete in Brasilien, gezeigt haben. Und das war für mich eine sehr große Entdeckung. Und ich kann auch sagen, dass in Brasilien ist sein Werk sehr bekannt, zumindest für die Leute, die sich für alternatives Kino sich interessieren. Und das werden wir auch im Laufe der Reihe irgendwie nochmal in Gespräch kommen, was die Bedeutung für Jia Zhongke in Brasilien, weil es gibt zum Beispiel einen Dokumentarfilm von Walter Salles, A Guy from Fengyang, Walter Salles ist ein bekannter brasilianischer Regisseur, der in China einen Film über Jia Zhongke gedreht hat. Und das werden wir hoffentlich nächstes Jahr auch zeigen können, hier als Begleitung zu dieser Reihe. Ein weiteres Highlight des Programms wollte ich auch schon jetzt mal erwähnen, und zwar nächste Woche schon. Am 7. November werden wir den ersten längeren Film von Jia hier zeigen, Xiao Shan Going Home. Das ist ein Film, den er 1995 gedreht hat, und es ist kaum gezeigt oder kaum bekannt, dieser Film. Und ich freue mich sehr, dass wir den Film nächste Woche zeigen können und dass Daniel Fairfax, das auch hier bei uns ist, nächste Woche über diesen Film sprechen wird. So bleibt auch schon meine Einladung für nächste Woche. Ich freue mich sehr über das gesamte Programm, die Filme, die Gäste, die kommen werden, um über diese Filme zu sprechen, über die Diskussionen, die nach diesen Filmen entstehen werden. Und ich freue mich auch natürlich besonders über den Besuch von Jia Zhongke, den wir für nächstes Jahr erwarten, für Februar. Das Datum ist leider noch nicht ganz bestätigt worden. Wir haben das jetzt schon im Programm angekundigt, aber wir werden ein genaues Datum und alle Details im Laufe des Programms und auch im Internet, also ich meine hier vor Ort und auch im Internet, kommunizieren, sobald wir eine Bestätigung haben über dieses Besuch, weil das wird auch eine sehr interessante Gelegenheit, direkt mit ihm darüber zu sprechen. Ich möchte auch jetzt an dieser Stelle mich bedanken bei allen langjährigen Kooperationspartnern, die uns bei dieser Lecture- und Filmreihe unterstützen. Natürlich im ersten Platz das Institut für Theater, Film und Medien der Goethe-Universität und Professor Vinzenz Rediger.
Und auch das Exzellenzcluster, die Herausbildung normative Ordnungen, deren Unterstützung auch uns direkt ermöglicht, dass wir den reduzierten Preis bei diesen Veranstaltungen hier anbieten können. Ich bedanke mich natürlich auch bei der Hessischen Film- und Medienakademie, dem Forschungszentrum Historisches Geisteswissenschaft der Stadt Frankfurt, den Freunden der Goethe-Universität und den zwei neuen Partnern dieses Jahres, der Sinologie und dem Konfuzius-Institut an der Goethe-Universität, die dieses Jahr auch dabei sind bei diesem besonderen Einlass. Heute Abend habe ich die Ehre, unseren Gast, Professor Vinzenz Riediger, der auch Mitgestalter dieses Programms natürlich ist, vorzustellen. Er ist seit 2011 Professor für Filmwissenschaft an der Goethe-Universität, wo er den DFG-Graduiertenkolleg Konfiguration des Films initiiert hat. Vor Frankfurt war er von 2004 bis 2011 Professor an der Ruhr-Universität Bochum. Er hat Philosophie, Literatur und Filmwissenschaft an der Universität Zürich studiert. Und Professor Riediger ist auch heute Principal Investigator im Exzellenzcluster der Ausbildung normativer Ordnung und Sprecher des Forschungszentrums für historische Geisteswissenschaften an der Goethe-Universität. Wir werden jetzt, wie schon gesagt, erstmal den Vortrag hören. Wir haben dann eine kurze Pause von 5 Minuten. Dann werden wir den Film zeigen, I Wish I Knew. Und anschließend haben wir, wie gesagt, auch eine Diskussion und die Gelegenheit, Fragen zu stellen und über den Vortrag, über den Film oder genau über Jess Werk insgesamt, obwohl heute bei der ersten Veranstaltung wird es natürlich ein bisschen begrenzt, aber Sie können natürlich über alles fragen, was Sie wollen. Ich freue mich sehr über den Vortrag und über die damit eröffnete Lektion-Filmreihe Cha Jong-kyo, Kino der Transformation. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Ich darf Sie insbesondere auch im Namen des Clusters Normative Ordnungen begrüßen, der eben seit einigen Jahren jetzt hier ein wichtiger Partner bei dieser Veranstaltung ist. Wir machen diese Reihe zu Cha Jong-kyo. Im Übrigen auch, ich bin nicht Sinologe und bitte die Native Speakers um Nachsicht, wenn wir den chinesischen Namen und der chinesischen Sprache Gewalt antun beim Aussprechen. Und wir lassen uns natürlich immer gerne korrigieren, aber wir versuchen unser Bestes. Wir machen diese Reihe aus zwei Gründen. Einerseits, weil Zhao Jiankou ohne Frage zu den Regisseuren und Regisseurinnen gehört im Gegenwartskino, die das Kino immer noch weiter voranbringen. Zhao Jiankou ist jemand, der die Formsprache des Kinos sehr traditionsbewusst verwendet und zugleich auch immer wieder erweitert. Das werden wir im Laufe dieser zwei Semester, das ist ja eine semestergebundene Veranstaltung, gemeinsam genau herausfinden. Und andererseits machen wir diese Veranstaltung, weil wir alle hier in Europa zu wenig wissen über China und die Wahrnehmung Chinas im Moment zwischen Faszination und Panik irgendwie oszilliert. Man sieht das an solchen Debatten wie der großen politischen Debatte über Digitalisierung. Digitalisierung ist ein Codewort für Hilfe, die Chinesen hängen uns ab, wir müssen was tun. Und in diesem Feld kann diese Reihe vielleicht auch einen Beitrag dazu leisten, dass Kenntnisstände erweitert und Haltungen, ich sage jetzt mal, entneurotisiert werden. Das Prinzip dieser Reihe kennen Sie. Es besteht darin, dass wir versuchen, aus der ganzen Welt Spezialistinnen und Spezialisten zu der Werkgruppe oder ja, zu der Werkgruppe, die wir jetzt behandeln, nach Frankfurt zu holen und hier vortragen zu lassen. Das ist immer unter dem Vorbehalt formuliert, dass es immer eine Ausnahme gibt, nämlich den Auftragsvortrag, den ich halte. Und ich werde deswegen mich heute Abend im Grunde darauf beschränken, ein Zitat zu kommentieren. Ein Zitat von einer der allerwichtigsten Kennerinnen, Kritikerinnen, Theoretikerinnen des Werks von Zhao Jiankou, die feministische, neomarxistische Filmwissenschaftlerin, Filmtheoretikerin Dai Jinhua, die lange Jahre auch an der Filmakademie in Peking unterrichtet hat und wie es im Vorwort zu dem neuesten ins Englische übersetzten Buch von ihr heißt, Moment.
Wo ist die schöne Formulierung? Dai Junhua is the equivalent of a rock star in China. Students, intellectuals, and the general public flock to hear her searing, radical insights into the enormous transformation in contemporary life and the injustices and ills that they have wrought. Dai Junhua ist jemand, die wir eine Theoretikerin, die wir auch versuchen herzubringen. Ich sage versuchen, weil es noch ein bisschen in der Schwebe ist. Sie hat eigentlich zugesagt, aber wir sind noch am Organisieren. Aber sie wird hier natürlich über ihre Schriften sehr präsent sein und zunächst zum Auftakt mit diesem Zitat, mit dem sie die Position von Zhao Zhangke in Weltkino, wie ich finde, sehr präzise auf den Punkt bringt. In the world of contemporary Chinese cinema, Zhao Zhangke is in many respects an exception to the rule. He is a director whose films almost without fail depict the lower classes and the majority of society, a director who has continually, from the start, been dedicated to making art films, a director who has fulfilled his social responsibilities as an artist, sorry if I didn't feel for Schreiber, while developing an original mode of artistic expression, a director who has made the transition from independent underground films, davon werden wir nächste Woche einsehen, to commercial mainstream films, der erste davon ist The World, der am 28. November hier läuft, without losing his vitality and without suffering exclusion from Western film festivals, a director famous for his autobiographical narratives, who has finally grown up, and who has successfully drawn on his experiences to explore broader social issues. As long as China's fifth-generation filmmakers, besonders die berühmten Zhang Yimou und Chen Kai-ge, continue to make commercial compromises, and the sixth generation remains stuck, having grown but not matured in terms of style and modes of expression, Zhao Zhangke will remain an exception or even one of a kind. Was nun folgt, ist der Versuch, dieses Zitat einigermaßen zu kommentieren, und das möchte ich gerne in vier Schritten tun. Ich möchte zunächst etwas sagen zu der Frage, wie viele Chinas es eigentlich gibt und wie viele chinesische Kinos und wo Zhao Zhangke da genau reingehört. Ich möchte dann über das Verhältnis von chinesischem Kino und europäischem Kunstsystem sprechen, mit einem besonderen Fokus auf die Festivals, die Dai Junhua ja in ihrem Zitat auch erwähnt. Dann will ich eine kurze biografische Skizze liefern von Zhao Zhangke als Wanderfilmer. Das ist ein Begriff, der in der Literatur immer wieder für ihn verwendet wird, ein Migrant Director oder ein Itinerant Director. Und was ich zu zeigen versuchen werde, ist, dass dieser Begriff einen ganz spezifischen Sinn hat, der möglicherweise auch erklären hilft, weshalb er in Brasilien so populär ist. Und am Schluss will ich die eigentliche Arbeit des heutigen Abends tun, nämlich den Film, den wir gemeinsam anschauen, noch einleiten. One China, Multiple Chinas. Ich möchte anfangen mit einem Tweet, der auf einem offiziellen Twitter-Account der Stadt Shanghai vor kurzem erschienen ist, und der sieht so aus. Dior apologized on Thursday for using a wrong map of China, which omitted the island of Taiwan and its campus recruitment event. Dior has also emphasized, that it respects and upholds the One China principles and the integrity of the country's sovereignty and territory. Was hier vorgeht, verstehen Sie, wenn Sie schon mal in Shanghai in den letzten 4-5 Jahren einkaufen waren. Da gibt es nämlich in jedem größeren Stadtteil einen Dior-Laden, neben dem Gucci- und dem Armani-Laden. Und also Sie müssen sich vorstellen, wie die Goethestraße einfach auf Testosteron und fünffach so groß. Und eine französische Luxusmarke wie Dior will da natürlich dabei sein, denn es gibt gutes Geld zu verdienen. Es gibt bestimmte Spielregeln, die einzuhalten sind, und eine davon ist hier verletzt worden bei einer Präsentation an einem internen Seminar. Es wurde nämlich eine Karte verwendet, in der Taiwan als selbstständiger Staat eingezeichnet war und nicht als Teil von China. Sie kennen diese Diskussion. Die Volksrepublik China erhebt Anspruch auf die territoriale Integrität, behandelt Taiwan als Teil von der Volksrepublik, wohingegen Taiwan seit
dem Ende des Bürgerkriegs 1949 sich selbst als unabhängiger Nationalstaat versteht. Was wir hier vor uns haben, ist, wenn man so will, die Bekehrung der französischen Luxusgüterindustrie zum Maoismus. Denn dieser Text entspricht in gewisser Weise einem Ritual der Kulturrevolution, nämlich der öffentlichen Selbstkritik. Also da stellt sich jemand hin, der die Regeln verletzt hat und sagt, ich habe gefehlt und werde es nie wieder tun. Und indem diese Selbstkritik geübt wird, sind die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass man dann im Sinne der bestehenden Ordnung weiterarbeiten kann. Es ist interessant, dass es Dior ist, um die Firma, um die es hier geht, eine französische Firma mit Hauptquartier im 8. Arrondissement in Paris. Der Maoismus war lange Zeit ein Prärogativ des 6. Arrondissements, also des Quartier Latin, wo insbesondere im Zuge von 1968 natürlich der Maoismus eine der dominanten Strömungen des marxistischen Aktivismus war. Sie sehen hier ein Bild einer Demonstration gewissermaßen zur Verabschiedung von Mao Zedong nach dessen Tod 1975. Und was wir mit dieser Montage dieser beiden Bilder vielleicht sehen können, ist eine Migration des französischen Maoismus vom 6. ins 8. Arrondissement. Worum es hier geht, und das ist ein Narrativ, das wir dann später gleich nochmal bei einem bekannten chinesischen Film aus den frühen Nullerjahren wiederfinden werden, die Umwandlung der Geste der Rebellion in Frankreich, das sich dem Maoismus verpflichten, zu einer Geste der Bestärkung der bestehenden Ordnung und der bestehenden Autorität und in diesem Falle des One China Principles, das ja das leitende Prinzip nicht nur der chinesischen, nicht nur der Außenpolitik der Volksrepublik China im Moment ist, sondern durchaus auch der Kulturpolitik. Denn die offizielle Position der Volksrepublik China, was das Kino angeht, ist eine, mit der zum Beispiel die westliche Filmwissenschaft keineswegs einverstanden ist, nämlich dass es nur ein chinesisches Kino gibt. Man muss vielleicht vor diesem, um das genauer zu verstehen, und das ist jetzt alles sehr hastig und oberflächlich erzählt, einen Gedanken von Eric Hobsbawm aufgreifen, dem englischen Historiker, der sich sehr mit der Geschichte des Nationalstaats auseinandergesetzt hat und der mal die These aufgestellt hat, dass das moderne China in gewisser Weise ein Outlier oder eine Aberration, jedenfalls aus Sicht der Geschichte des europäischen Nationalstaates, darstellt, weil es natürlich im Gebiet des heutigen China oder der heutigen Volksrepublik China eine sehr lange Tradition gibt, die man im Begriffen des Nationalstaats zu begreifen versuchen kann, also eine Tradition von Kultur, Staat, Sprache und so weiter. Aber die ist organisatorisch und strukturell eben anders organisiert, als das bei europäischen Nationalstaaten der Fall ist. Die Volksrepublik China, auch noch ohne Taiwan und Taiwan in sich selbst dann noch einmal, sind multiethnische Gesellschaften, auch wenn die han-chinesische Bevölkerungsmehrheit natürlich rein zahlenmäßig dominant ist. Es sind multilinguale, es ist ein multilinguales Land. Es gibt zwei dominante Sprachgruppen, Kantonesisch und Mandarin, und dann noch eine Reihe von Regionalsprachen, die teilweise ethnisch auch definiert sind. Und wenn man von der Einheit Chinas sprechen will, historisch gesehen, in einer gewissen Tiefenschärfe auch, dann müsste man eher sagen, dass wir auf eine mittlerweile vieltausendjährige Einheit eines Systems von Schriftverwaltung und Logistik schauen, eher denn als auf die in der Geschichte des europäischen Nationalstaats übliche Einheit von Sprache, Ethnie und Kultur. Also wenn es um die One-China-Policy geht, dann ist damit von vornherein nicht die Art von ethnischer, sprachlicher, kultureller Homogenität gemeint, die zum Beispiel Fichte in seinen Reden an die deutsche Nation rabiat verteidigt mit seinen Angriffen auf Fremdwörter und sprachliche Überfremdung und was da alles drinsteht, was heute leider wieder so aktuell klingt. Also
China als Einheit kann man in diesem Sinne, um einen Namen aus der Geschichte, der Mediengeschichte zu zitieren, im Sinne von Harold Innes, eher als Einheit von Schriftverwaltung und Logistik verstehen, denn als ethnisch homogenen Nationalstaat im modernen europäischen Sinne. Und es stellt sich dann eben die Frage, wie viele chinesische Kinos gibt es eigentlich? Man kann das produktionshistorisch zu verorten versuchen. Die Anfänge des chinesischen Kinos liegen in Shanghai in den 10er Jahren, wenn man auf die Produktionsseite schaut. Filmvorführungen finden in Shanghai wie fast überall sonst auf der Welt ab 1896 statt. Shanghai wird in den 20er Jahren zu einem sehr wichtigen Produktionszentrum. Nach dem Bürgerkrieg, Ende des Bürgerkriegs und der Revolution 1949 entwickelt sich Hongkong zum Zentrum des chinesischsprachigen Kinos. Taiwan entwickelt eine kleinere Filmindustrie, die dann vor allem in den 80er und 90er Jahren international für Aufsehen sorgt. Und daneben läuft natürlich die lange Zeit staatlich finanzierte, regulierte und dominierte Filmproduktion in der Volksrepublik weiter. Das hier ist eine Darstellung einer Studioszene aus einem Filmdreh in Shanghai in den 20er Jahren, aber im Stile des sozialistischen Realismus gemalt. Ein Bild, das Sie im Nationalmuseum in Shanghai besichtigen können, wo eben die Künste gefeiert werden, unter anderem mit einem solchen Gemälde. Chinesisches Kino ist in der westlichen Wahrnehmung zunächst natürlich einmal das hier, Bruce Lee, der erste globale chinesische Superstar, der in den 70er Jahren mit, im Westen heißen sie Kung-Fu-Filme, in China heißen sie Wuxia-Filme, bekannt wurde, der aber auch schon ein Grenzgänger war, also der so eine doppelte amerikanische Hongkong-Identität hatte. Ein weiteres berühmtes Beispiel, dessen Biografie die Frage, wie viele chinesische Kinos gibt es eigentlich, auch schon aufwirft, ist Wong Kar-wai. Hier vor dem Plakat des Films, der ihn im Westen bekannt gemacht hat, Chungking Express. Und um die Komplikation, die sich ergibt, wenn man versucht, Wong Kar-wai als Hongkong-Regisseur darzustellen, zu erläutern, zeige ich Ihnen rechts ein Bild von Sun Mao, der berühmtesten und beliebtesten Comicfigur der Volksrepublik China, die von Jean Le Pin 1935 zum ersten Mal gezeichnet wurde, und also das ist gewissermaßen der Charlie Brown von China. Und das zeige ich Ihnen deswegen, weil der Zeichner in Shanghai gelebt hat und der Schwiegervater von Wong Kar-wai ist. Und Wong Kar-wai stammt ursprünglich also auch aus Shanghai und ist dann nach Hongkong gewandert. Also das sind vielfältige Migrationsbewegungen, mit denen wir es zu tun haben, die dann nochmal auf den Punkt kommen, wenn Sie zum Beispiel dieses Bild anschauen. Die beiden, der dritte von rechts ist Zhai Zhangke und der vierte von rechts ist Hou Hsiao-hsien, der taiwanesische Regisseur, der, auf den wir gleich noch eingehen werden, der hier von Bedeutung ist, weil er unter anderem von Bedeutung ist, weil er einer der wichtigsten Einflüsse auf Zhai Zhangkes Werk darstellt, also die Ästhetik der langen Einstellung, die Hou Hsiao-hsien im Westen bekannt gemacht hat, ist etwas, an dem sich Zhai Zhangke sehr früh und sehr stark orientiert. Aber im Westen wurde Hou Hsiao-hsien immer sehr konsequent als taiwanesischer Regisseur wahrgenommen, der aber, und da treffen sich die beiden, und das ist nun ein sehr wichtiger Punkt, etwas macht in seinen Filmen, was im offiziellen staatlichen chinesischen Kino nicht gemacht wird und nicht toleriert wird, und was dann Zhai Zhangke in seinen Filmen auch wieder macht, nämlich seine Figuren in ihren jeweiligen ethnisch-spezifischen Sprachen oder Dialekten sprechen zu lassen. Also bei Hou Hsiao-hsien, wenn Sie seine Filme kennen, wissen Sie, dass spielen die Unterschiede zwischen der Mandarin sprechenden Kuomintang-Besatzer-Oberschicht, also der Herrschaftsschicht, die Insel seit 1949 beherrscht, und den lokalen Dialekten,
eine sehr, sehr wichtige Rolle. Es gibt immer wieder Missverständnisse, es ist auch ein Antrieb der Dramaturgie, dass es da kein sprachliches Einverständnis gibt. Und an den Filmen von Zhai Zhang-ke ist eben bemerkenswert, dass er im Geiste des Neorealismus, ein altes Prinzip aufgreifend, viele Figuren mit oder viele Rollen mit Amateurschauspielern besetzt, die er dann eben nicht eine Kunst- und Hochsprache sprechen lässt, sondern ihre Dialekte sprechen lässt und dadurch eine Wahrnehmung sozialer Realität herstellt, die unter den Kunstregeln des etablierten Kinos nicht zugelassen ist und da eben auch nicht vorkommt. Ich komme zum zweiten Punkt, das chinesische Kino und das westliche Kunstsystem. Der Obertitel ist ein Zitat eines anderen chinesischen Filmwissenschaftlers, Li Yuan, der von der Paramount Importance of the International Film Festivals to the Development of Chinese Art Films spricht. Und ich will kurz darauf eingehen, inwiefern die westlichen Festivals unsere Wahrnehmung vom chinesischen Kino stark geprägt haben in den letzten 30 Jahren und inwiefern sie in gewisser Weise das chinesische Kino ihrerseits auch geprägt haben. Auch dazu gibt es ein wunderbares Zitat von Dai Jinhua. It goes almost without saying that in their role as identifiers of new talent, the European film festivals are in many respects a double-edged sword. They broke the European singular prerogative on art film and opened European and American eyes to the world of non-Western film. But they also, consciously or unconsciously, successfully dictated and regulated the ways non-Western artists understand and conceptualized film art and aesthetics. Hier ist zunächst noch einmal festzuhalten, welche wichtige Rolle die großen europäischen Festivals überhaupt in so etwas wie der Reputationsökologie des Weltkinos spielen, immer noch spielen und weiterhin spielen werden. Und zwar natürlich vor allem die drei großen Berlinale, Venedig, die Biennale von Venedig und das Festival von Cannes. Man kann das an einem Strukturmerkmal des Festivals von Cannes illustrieren. Der große Vorführsaal in Cannes ist das Théâtre Lumière. Das ist eines der größten Kinos in Europa mit 5000 Plätzen. Und das ist natürlich während des Festivals bei jeder Vorführung bis zum letzten Platz gefüllt. Und in diesem Theater sitzen alle Filmkritiker der ganzen Welt drin, auf die es ankommt. New York Times, Spiegel, FAZ, bis hin zu irgendwelchen Regionalzeitungen, wobei es im Übrigen ein Klassensystem gibt bei den Akkreditierungen. Also die ganz wichtigen haben eine weiße Karte, die kommen in alle Vorstellungen rein. Dann gibt es die rosaroten mit gelbem Punkt. Das ist etwa, wo die NZZ anzusiedeln ist. Ich glaube, die FAZ hat eine weiße. Ist Verena Lügen hier? Nein. Dann kommt rosa und dann kommt das Elend. Blau. Und blau heißt stundenlang anstehen, sich prügeln, um reinzukommen und so weiter. Was Cannes damit erzielen kann und anbieten kann, ist, dass sie die größte, wie es technisch so schön heißt, Multiplikatorenaggregation der Welt anbieten können. Nicht? Also wenn Sie Ihren Film in Cannes im Festival haben, dann haben alle Filmkritiker der Welt, auf die es überhaupt ankommen kann, haben den Film gesehen und wenn er gut ist und Resonanz findet beim Publikum, dann wird darüber geschrieben und dann findet der Film wirklich statt. Das ist eine Bühne, auf der Reputationen gemacht werden, Karrieren gemacht werden und die Wahrnehmung sehr stark geformt wird. Wie alle Institutionen haben auch die Filmfestivals Regeln. Die Auswahl geschieht über Relevanz und Relevanz definiert sich zunächst mal in künstlerischen und ästhetischen Begriffen und zwar nach einem westlichen Beurteilungsprinzip, bei dem Neuheit das wichtigste, Neuheit und Originalität die wichtigsten Kriterien für Relevanz sind. Technische Fertigkeit gehört dann als Sekundärtugend dazu. Sie wissen vielleicht, dass Nigeria im Moment das zweitwichtigste filmproduzierende Festival Land der Welt ist. Und in großen
europäischen Festivals sind in den letzten 30 Jahren, ich glaube, 2 nigerianische Filme gelaufen in Nebensektionen. Also es gab noch nie einen Nollywood-Film im Wettbewerb von Cannes. Das wäre mal ein Wagnis, aber das wird nie passieren, weil diese Filme den ästhetischen Kriterien nicht entsprechen, die da angelegt werden. Nun macht Dai Jinhua noch einen zweiten Punkt. Sie sagt, diese Regeln, die es da gibt, die haben Auswirkungen darauf, wie anderswo Filme gemacht werden. Die Leute, they regulate the ways non-Western artists understand and conceptualize film art and aesthetics. Und dazu habe ich nun eine Anekdote von einer sehr bekannten amerikanischen Filmwissenschaftskollegin, die zu Beginn der 80er Jahre an der NYU gelehrt hat und nach dem Ende der Kulturrevolution und der Wiedereröffnung der Pekinger Filmakademie zusammen mit einem Kollegen nach Peking eingeladen wurde, um dort Unterricht zu erteilen, Seminare zu erteilen, für eine Regieklasse, in der unter anderem auch Zhang Yimou und Chiang Kai-shek saßen. Und die amerikanischen Kollegen kamen an mit fertig vorbereiteten filmhistorischen und filmanalytischen Kursen und haben dann festgestellt, dass die Studenten nur eine Frage haben, die sie wirklich interessiert, nämlich: Wie kommen wir in die westlichen Festivals rein? Was sind die Kriterien? Erklärt uns, nach welchen Kriterien das die westlichen Festivals auswählen. Offenbar war das ein guter Kurs. Gelbe Erde, Huang Tuyi von Chiang Kai-shek 1984 war wohl der erste Film der fünften Generation, der dann im Westen wahrgenommen wurde, an einem noch vergleichsweise kleinen Festival, auch wenn es mich schmerzt, das zuzugeben, Locarno. Wo der Film im Wettbewerb lief, einen der Hauptpreise gewann und tatsächlich eine große Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Der Film ist wichtig, weil er, kommen wir dann gleich noch darauf, in der Biografie von Zhai Zhang eine wichtige Rolle spielt. Und kurze Zeit darauf, der war nun nicht in diesem Seminar, sondern hat seine Karriere als Regieassistent in der damals noch einigermaßen funktionierenden kommerziellen Filmindustrie in Taiwan angefangen, Hou Hsiao-hsien. 1989 hat Hou Hsiao-hsien mit City of Sadness den Hauptpreis beim Festival von Venedig gewonnen und das war, rückblickend staunt man, dass es so lange gedauert hat, überhaupt der erste chinesischsprachige Film, der an einem westlichen Festival den Hauptpreis geholt hat. Der erste japanische Film, das werden Sie wissen, der ein westliches Festival gewonnen hat, war Rashomon von Kurosawa, korrigieren Sie mich, 1954? Kommt hin, jedenfalls Anfang 50er Jahre. Also das chinesische Kino mit Misoguchi und Kurosawa und Ozu, aber vor allem Kurosawa war sehr früh an den westlichen Festivals bekannt, präsent. Das chinesische Kino tatsächlich erst Ende der 80er Jahre auf dem Niveau, wo dann Preise gewonnen wurden. Zhang Yimou, ebenfalls ein Festival-Stammgast, der war nun wieder in dieser Klasse der Pekinger Filmakademie drin. Und Zhang Yimou hat ebenfalls Venedig gewonnen, 1992, mit einem Film, der für ihn etwas ungewöhnlich war, denn Zhang Yimou ist ja für diese prachtvollen, farbig, großartigen Historienstoffe schon früh bekannt gewesen, wie Raise the Red Lantern. Und Quiyu, die Geschichte von Quiyu, ist gewissermaßen ein neorealistischer Film, in dem seine Hauptdarstellerin, die er immer eingesetzt hat, Gong Li, die auch seine Lebensgefährtin war, die Hauptrolle spielt. Und das war eben sein erster großer Preis und sein Klassenkamerad und Weggefährte und Freund Chiang Kai-shek hat im darauffolgenden Jahr in Cannes mit Farewell My Concubine, einem wiederum historischen Film über die Peking-Oper, den Hauptpreis in Cannes gewonnen, die Goldene Palme. Zhai Zhang-ke ist ab 2000 regelmäßig an westlichen Festivals präsent gewesen. Auch er hat einen der Hauptpreise gewonnen für eben Still Life, den Film, den du dann in Brasilien entdeckt hast, oder über den du ihn in Brasilien entdeckt hast, der 2006 realisiert wurde und ich glaube 2007 den
Silbernen oder den Goldenen Löwen von Venedig gewonnen hat. Das heißt, unsere Wahrnehmung, die westliche Wahrnehmung des chinesischen Kinos, ist außerordentlich stark geprägt durch die Festivals und die Festivalselektionen, die in den letzten 30 Jahren stattgefunden haben. Und sie ist zunächst mal geprägt durch den Durchbruch der sogenannten fünften Generation. Also die chinesische Filmgeschichte wird intern in Generationen seit Anfang der Filmproduktion in den 20er Jahren chronologisch geordnet. Und die fünfte Generation, das sind eben die Leute wie Zhang Yimou und Zhai Zhangke, die schaffen den Durchbruch an Festivals in den 80er und 90er Jahren und schaffen damit auch eine Sensibilität für chinesischsprachiges Kino, die konstant bleibt und die eben durch eine fortgesetzte Präsenz zahlreicher chinesischsprachiger Regisseure an westlichen Festivals dokumentiert ist. Ich glaube, Hao Xiaoshen ist überhaupt der Regisseur mit den meisten Teilnahmen am Festival von Cannes seit den 80er Jahren. Und Tsai Ming-yang ist auch praktisch mit jedem Film an einem der großen Festivals dabei. Das heißt, wir haben jetzt hier mit einer relativ kleinen Gruppe von Regisseuren zu tun, der eben Zhai Zhangke seit etwa 20 Jahren angehört, die für den Westen in diesem Reputationsapparat Festivalbetrieb das Bild davon prägen, was eigentlich chinesisches Kino ist. Das Zitat von Dai Jinhua schien mir wichtig, an den Anfang dieser ganzen Reihe zu stellen, weil man sich immer wieder die Frage stellen kann, inwiefern es wir mit Filmen zu tun haben, die nun unter anderem genau deswegen so stark wahrgenommen werden, weil sie in unsere Beurteilungskriterien so gut reinpassen. Ja, das sind eben nicht Propaganda-Musicals oder patriotische Fantasy-Filme, wie sie im Moment in China in großer Zahl gemacht werden, sondern es ist ein ganz bestimmtes Kino, das eben unseren Wahrnehmungs- und Beurteilungskriterien sehr gut entspricht. Im Falle von Zhai Zhangke kann man sagen, dass die Neuheit seines Werkes darin bestand, dass er eben sich von diesen prachtvollen historischen Bildwelten der fünften Generation auf ziemlich radikale Art und Weise verabschiedet hat und sich etwas einem Stil verpflichtet hat, der dann irgendwann als New Realism bezeichnet wurde. Dai Jinhua hat das in ihrem Anfangszitat sehr präzise gesagt. Zhai Zhangke ist der einzige chinesische Regisseur, der wirklich wahrgenommen wird, in dessen Filme die Unterschicht, die sogenannten einfachen Leute, diejenigen, die vom gegenwärtigen Transformationsprozess der chinesischen Gesellschaft wirklich betroffen sind, überhaupt vorkommen. Die teilweise sogar, indem sie eben ihre eigenen also autobiografische Geschichten erzählen. Eine andere Kategorie, die in die Zhai Zhangke auch reinpasst, ist die des Slow Cinema. Eine Kategorie, die in der Filmwissenschaft vor ein paar Jahren aufgetaucht ist, in Analogie zu Slow Food. Da sieht man auch immer das, nicht die Trias Food, Fashion, Film. Das ist immer neu beieinander. Gemeint ist damit ein Kino, das in der westlichen Wahrnehmung in der Tat inauguriert wurde durch Hao Xiaoshen und seine sehr, sehr langen Einstellungen, die übrigens bei Hao Xiaoshen schlicht und einfach aus der Materialnot geboren waren, nicht? Also er hat eben in langen Takes inszeniert, weil viel zu schneiden sehr viel teurer war und er so einfacher längere Filme drehen konnte. Und dieser Stil, dieser dann für typisch asiatisch erklärte Stil der sehr langen Einstellung, wird dann zu gewissermaßen zu einem Markenzeichen und zu dem, was unter Slow Cinema verstanden wird. Ein Nachgedanke noch zu dem kurzen Kapitel über das über die One China Policy und die Frage der Einheit Chinas, eine Anmerkung, die jetzt gleich auch anschließt an die Überlegungen zur Rolle der Filmfestivals. Es gibt natürlich in der westlichen Wahrnehmung eine gewisse Tendenz, die
nicht nur in der Wahrnehmung Chinas zu beobachten ist, zu dem, was man Kulturessentialismus nennen könnte. Das heißt, es werden vielmehr darauf hin angeschaut, ob sie in irgendeiner Weise das vermutete Substrat der jeweiligen nationalen Kultur zum Ausdruck bringen. Nicht? Also schaut man sich im Zhai Zhangke oder Hao Xiaoshen an und sagt, das ist typisch chinesisch, und zitiert dann Beispiele aus der Kunstgeschichte, wo man vergleichbare Bildkompositionen sieht und so weiter, und führt dann den Beweis, dass hier eben die Essenz der chinesischen Kultur zum Ausdruck gebracht wird. Das Problem dabei ist eines, dass ich mit dieser Formulierung von China als Mediensystem und nicht als Nationalstaat schon angesprochen habe. Diese Idee, dass es so etwas wie ein homogenes kulturelles Substrat gibt, ist eine aus dem Repertoire des europäischen Nationalstaatsdenkens, und das passt historisch auf China einfach nicht. Sie können nicht 5000 Jahre und Dutzende von Sprachen und Ethnien und klimatische und was weiß ich nicht alles für Unterschiede so homogenisieren, dass sie am Ende so eine kleine Dose haben, auf die sie draufschreiben können, chinesische Kultur, und dann in einer Art kunstkritischen Chemie versucht schauen, ob der Film, den sie da haben, gerade anschlägt auf das Präparat, das sie da aufträufeln. So funktioniert das nicht. Ja, es gibt keine, in diesem Sinne kann man radikal sein und sagen, es gibt keine chinesische Kultur. Nicht in dem Sinne, wie in Westeuropa, es gibt natürlich auch keine westeuropäischen Kulturen, aber das ist nochmal eine andere Diskussion, in dem Sinne, wie das in der Tradition des europäischen Nationalstaatsdenkens gedacht ist. Was wir gerade beschrieben haben, ist so etwas wie eine Konvergenz des chinesischen Kinos und des europäischen Kunstsystems. Eine bemerkenswerte Tatsache an den Filmen der fünften Generation aus den 80er und 90er Jahren besteht darin, dass sehr wenige Leute in China die gesehen haben und kennen. Das heißt, das ist ein Kino, das im Westen wahrgenommen wurde als die Epitome der chinesischen Kultur, und eigentlich nur im Westen wirklich existiert hat und nur in der westlichen Wahrnehmung wirklich existiert hat. Das ist ein Phänomen, das wir auch aus der Geschichte des sowjetischen Kinos kennen. Sergei Parajanov zum Beispiel, einer der im westlichen Kanon fest etablierten bedeutendsten Regisseure der Kinogeschichte, war in der Sowjetunion aus verschiedenen Gründen, die tragischer Natur sind und nichts Gutes über die Sowjetunion sagen, vollkommen unbekannt. Es gab sogar regionale Industrien wie die georgische, wo strategisch Filme für den Westen produziert wurde und andere für die Kulturinstitutionen des Westens produziert wurde und andere für den Heimmarkt. Und diese Trennung kann man in China in vergleichbarer Weise beobachten. Bei den Regisseuren der fünften Generation hat sich das mittlerweile verändert, und Dazu haben teilweise Zufälle eine Rolle gespielt, aber teilweise auch kulturpolitische oder Weichenstellungen. Diesen Film werden viele von Ihnen kennen, Crouching Tiger, Hidden Dragon von Ang Lee, einem weiteren Wanderfilmer, wenn man so will, einem aus Taiwan gebürtigen, aber in den USA ausgebildeten und in den USA erfolgreich gewordenen Regisseur, der 1999, 2000 diesen historischen Wuxia-Film drehte, der eben mit den großen Stars des chinesischen Kinos und des Hongkong-Kinos gedreht wurde und sich zu einem weltweiten Erfolg entwickelte, überall außer in China. Aber er war so erfolgreich, dass die chinesische Filmindustrie dachte, sowas machen wir auch. Und daraus ist dieser Film geworden, Hero von Zhang Yimou, 2002 entstanden. Es geht um die Qin-Dynastie und um einen Mörder, einen Auftragskiller, der den König umbringen soll. Und hier haben wir es wieder mit diesem Narrativ zu tun, des Rebellen, der dann plötzlich zur Systemstütze wird. Aus Gründen, die aus dem Plot nicht so klar hervorgehen, entscheidet er sich dann plötzlich, den König nicht umzubringen und stattdessen die Einheit des Reiches zu bewahren. Das Interessante an diesem Film ist, dass er für den internationalen Markt produziert wurde, gezielt auch für den amerikanischen, in der Absicht, Zhang Yimou einen Oscar zu verschaffen. Und der Film hat
international auch gute Resonanz gefunden. Es ist ein Historienfilm, ein Wuxia-Film, in den USA vermarktet unter dem Label Quentin Tarantino Presents. Damit die richtigen Leute reingehen. Der Oscar ist es nicht geworden, aber dann ist etwas passiert, mit dem eben ursprünglich nicht gerechnet wurde, nämlich der Film kam in China in die Kinos und wurde zu einem riesigen Hit. Hat sich als völlig unerwartet erfolgreich erwiesen, so sehr, dass dann eben eine kritische Literatur zur Frage entstanden ist, weshalb ausgerechnet dieser Film jetzt im Kino. Und wiederum Dai Jinghua hat dazu eine These aufgestellt und eben gesagt, da wird ein Konzept der Einheit Chinas, das eine lange Vorgeschichte hat, Tianxia, zum narrativen Zentrum gemacht oder zum zentralen Motiv und zugleich aber völlig ahistorisiert und als eine Art fungible Idee der Einheit, der Ordnung des Landes und der Verortung Chinas in der Welt präsentiert. Und mit diesem Narrativ, das dann eben diesen Widerspruch erklärt zwischen vom Rebellen, der sich plötzlich bekehrt zur bestehenden Ordnung, bietet der Film eine Beschreibung der Lebensverhältnisse in China kurz nach dem nach der Jahrtausendwende an, die offenbar sehr vielen Leuten eingeleuchtet hat. Es gibt mittlerweile auch Computerspiele, die mit diesem Konzept arbeiten und teilweise auf dem Film basieren. Also das ist zu einem populären Phänomen geworden. Historienromane, die das Konzept eben auch aufgreifen und weiter bearbeiten. Das ist der Film, mit dem Zhang Yimou in China bekannt geworden ist, um dieses Paradox noch einmal zu formulieren. Nach Hero ist auch in der Volksrepublik bekannt, wer Zhang Yimou ist, und zu den Rewards dieses Erfolgs gehört unter anderem, dass Zhang Yimou als Regisseur die Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele von Peking 2008 inszenieren konnte. Und da gibt es noch einen anderen Seitenarm. Gong Li ist eben die Hauptdarstellerin meistens gewesen in den 80er und 90er Jahren, die Lebensgefährtin von Zhang Yimou. Und Gong Li hat ganz eigenständig dann, und vielleicht doch nicht so eigenständig, und hier kommen wir wieder zu Dior zurück, eine Karriere gemacht als Model. Hier sehen wir sie auf dem roten Teppich von Cannes in einem Designerkleid von Ralph und Russo. Hier ist sie für L'Oréal im Einsatz. Hier für die beiden Genfer Luxusunternehmen Piaget und Chopard. Und das sind natürlich Werbekampagnen, die sich teilweise an ein westliches Publikum wenden, aber vor allem natürlich auch an die neue Oberschicht und, man ist versucht zu sagen, Plutokratie, die entsteht in China unter den staatskapitalistischen Bedingungen, die da seit den 80er Jahren herrschen, wo eben kaufkräftige neue Kundschaften entstehen, die über eine solche Werbung erfolgreich adressiert werden können. Das ist ein Phänomen, das sich so nicht nur für Zhang Yimou und Gong Li beobachten lässt. Hou Hsiao-hsien hat mittlerweile auch einen Wuxia-Film gedreht, The Assassin, bei dem es auch um die Frage der Einheit der Nation und des Zusammenhalts des Imperiums geht. Das ist ein sehr interessanter Film, wenn man bedenkt, dass es ein taiwanesischer Regisseur ist, der ihn gedreht hat. Er spielt in der Tang-Dynastie, 800 Jahre vor Christus. Und es geht da im Wesentlichen um die Frage, wie man in den Randzonen das Reich zusammenhalten kann. Das kann man als eine Art verschobene Beschreibung der aktuellen Lage Taiwans natürlich lesen. Die Hauptdarstellerin ist Shu Qi, wie in allen großen Filmen von Hou Hsiao-hsien der letzten 20 Jahre. Eine Schauspielerin und Model, ursprünglich aus Hongkong gebürtig, die nun in den Fußstapfen von Gong Li eben auch zur Markenbotschafterin für westliche Luxusmarken geworden ist. Hier die Kampagne für Bulgari, sie hat auch für Rolex gearbeitet und andere Schweizer Uhrenmarken. Zhai Zhang Ke ist noch nicht an dem Ort, sagen wir mal so. Zhao Tao ist die Hauptdarstellerin seiner Filme seit etwa 15 Jahren und sie ist auch seine Frau und Lebensgefährtin. Da gibt es auch eine Analogie und Konstante im Verhältnis zu Zhang Yimou. Aber diese Integration in den
in die westliche Luxuskonsum-Ästhetik hat zumindest bei ihr hier noch nicht stattgefunden. Mein dritter Punkt, und dann komme ich schon bald zum Ende, Arriving in the City, Jai Junker als Wanderfilmer. Jai Junker wird eben als Migrant Director oft bezeichnet in der Literatur, womit angespielt wird darauf, dass er aus einer Kleinstadt kommt. Und wenn man sich nun fragt, ob es mit diesem Konzept noch eine tiefere Bewandtnis hat, kann man zum Beispiel ein Buch anschauen und lesen wie das hier. Eines der klügeren Bücher über die globale Migration, die in den letzten Jahren geschrieben worden sind, Arrival City von Doug Saunders. Die These des Buches ist einfach, Migration findet statt, gewöhnt euch dran, man kann intelligent damit umgehen oder so wie die AfD. Und intelligent ist zum Beispiel ein Konzept wie dasjenige der Arrival City, das dafür sorgt, dass Leute, die migrieren und an einem bestimmten Ort ankommen, ihre vorerst prekären, illegitimen Lebensformen sukzessive in legitime überführen können und damit dann auch zu den im Westen ja hochgeschätzten Dingen wie Wachstum und wirtschaftlichem Erfolg einer Gesellschaft beitragen können. Das ist die Heimatstadt von Jai Junker, Fenyang in Shanxi. Eine Stadt von 400.000 Einwohnern, das entspricht etwa Bochum. Nichts gegen Bochum. Trust me. Aber auch nicht die Mitte der Welt. Und nicht ein Ort, an dem man unbedingt sehr lange bleiben möchte. Man kann da auch bleiben. Aber Jai Junker ist nicht geblieben. Er hat da die Mittelschule, das Gymnasium besucht und wie es in einem biografischen Text über ihn heißt, wie die meisten seiner Klassenkameraden die Kriterien für den Übertritt in die Universität nicht erfüllt. Das ist übrigens auch eine Erklärung dafür, möglicherweise weshalb ihm die Filme von Hou Hsiao-hsien so gut gefallen, weil die Protagonisten da auch meistens oder oft in den 80er und 90er Jahren 20-Jährige sind, die die Uniprüfung nicht schaffen und dann sich was anderes einfallen lassen müssen. Und Jai Junker hat sich dann aufs Zeichnen verlegt und hat aber 1985, Zeichnen und Malen, 1985 eben Gelbe Erde, Huang Tudi von Chiang Kai-shek gesehen und gesagt, wenn das geht, dann wäre ich Filmregisseur. Also das Kino ist die Kunst, auf die ich gewartet habe. Und dann hat er versucht, in die Peking Filmakademie reinzukommen, was ihm auch nicht gelungen ist, weil die Aufnahmeprüfung sehr hart ist und üblicherweise auch dieselben Voraussetzungen erfüllt werden mussten wie bei einer Uni-Aufnahmeprüfung. Aber es gab einen Bereich, wo es leicht war, reinzukommen, und das war der Bereich Filmwissenschaft und Filmtheorie. Und gewissermaßen die Hintertür der Filmakademie. Und da hat er die Aufnahme geschafft und sich dadurch etablieren können an der Filmakademie und hat dann sukzessive, und zwar eben außerhalb der Produktions- und Lehrstrukturen, die Akademie den Leuten in der Regieklasse oder in den Produktionsklassen anbietet, angefangen Filme zu drehen und hat sich eben mit diesen frühen, experimentellen, einfachen, auf Video gedrehten Filmen, von denen wir nächste Woche den ersten längeren sehen werden, Erfahrung verschafft und auch sukzessiven Namen verschafft und hat sehr früh sich dadurch profiliert, dass er eben künstlerische Entscheidungen gefällt hat, die überhaupt nichts mit dem Akademismus zu tun hatten, der an der Schule gelehrt wurde. Also keine professionellen Schauspieler, keine eben in der offiziellen chinesischen Hochsprache geschriebenen Dialoge, Dreh auf der Straße, kein Interesse an herkömmlichen Schnittmustern und so weiter. Da hat er sich radikal von abgesetzt und dadurch dann sehr schnell seine eigene Filmsprache entwickelt und damit eben rund um die Welt und unter anderem in Brasilien eine große Resonanz gefunden. Das ist das Plakat für den Film von Walter Salles, den Laura schon erwähnt hat, A Guy from Fenyang, Jai Junker, den wir irgendwann wohl auch noch zeigen werden. Wir wollten eigentlich Walter Salles auch herholen, aber er ist krank und konnte dann nicht. Aber wir schauen mal, vielleicht kommt er später noch. Und eine mögliche Lesart, und darüber können wir dann im Laufe des gemeinsamen Jahres hier auch wieder diskutieren, vor allem wenn Cecilia Melio aus Sao Paulo kommt im Januar,
wenn es um die Frage geht, weshalb eigentlich in Brasilien diese Filme so resonieren oder so eine so starke Resonanz haben. Eine mögliche Lesart ist eben die, dass Steil-Jean-Coe nicht nur in seiner Biografie, sondern auch in den Themen und in der Stilistik seiner Filme die Erfahrung der Arrival City genau beschreibt, die nun eine ist, die in den brasilianischen Großstädten in vergleichbarer Weise millionenfach gemacht wird von Leuten, die eben vom Land in die Stadt migrieren und sukzessive urbanisiert werden. Gut, und jetzt noch zwei, drei Anmerkungen zu dem Film, den wir heute sehen, und wieder zum Einstieg ein Zitat von Dai Jinhua. Dai Jinhua hat ein Essay geschrieben über Still Life, in dem sie herauszuarbeiten versucht, was genau die stilistische Innovation und die Relevanz von Dai Jinhua im Verhältnis zu den Filmen der fünften Generation ist. Und kurz gesagt ist ihre These die, das Kino der fünften Generation ist eines, in dem Raum Priorität vor Zeit hat, also in dem chinesische Geschichte gewissermaßen als Frage von Räumen und Lokalitäten und Territorien erzählt wird, aber so etwas wie eine historische Dynamik eigentlich gar nicht vorkommt. Und Zhai Zhangkes Bedeutung im chinesischen Kino, für das chinesische Kino, aber möglicherweise eben auch für ein westliches Publikum, das in diesem Kino etwas lernen kann darüber, was im Kino im Moment gerade passiert, besteht darin, dass es ein Kino der Zeit ist oder ein Kino, in dem die Zeit Priorität gewinnt gegenüber dem Raum. No longer is space given priority over time, and no longer is the time of progress, reform and life swallowed by Chinese historical and geographical space, wie bei den fünften Filmen der fünften Generation. Rather, it is temporality, that is to say, development or progress, that sweeps away historical and natural spaces like a hurricane and rewrites them as if once again corroborating a compressed experience of time. Contemporary China experienced 400 years of European capitalist history from the Enlightenment to the critique of modernity in the 30 years leading up to the turn of this century. Also, Zhai Zhangke ist der paradigmatische Regisseur der letzten 30 Jahre, die im Eiltempo 400 Jahre europäische Geschichte reproduzieren in der chinesischen Gesellschaft mit allen lebensweltlichen Verlusten, Umbrüchen, Abgründen, Brüchen, Brechungen, die dazugehören und die Europäer aus ihrer eigenen Geschichte kennen. Man kann diese Formulierung von Dai Jinhua als Leseanweisung eigentlich für das ganze Werk von Zhai Zhangke verwenden, und wenn Sie den Ankündigungstext dieser Reihe gelesen haben, werden Sie werden Sie wissen, dass wir diesen Gedanken in gewisser Weise aufgegriffen haben, also die These, dass das ein Kino der Transformation ist und nicht eben eines der statisch-ahistorischen Hypostasierung einer chinesischen Kultur, ist hier leitend. Und der Film, den Sie gleich sehen werden, ein Dokumentarfilm über Shanghai als Filmstadt, führt das in gewisser Weise auch paradigmatisch vor. Es ist ein Film, der aus 19 Einzelporträts besteht, die verknüpft sind durch eine Figur, die von Zhao Tao gespielt wird, der Frau von Zhai Zhangke, die eben durch Shanghai wandert, das sich gerade in einem Umbausprint befindet zur Vorbereitung der Weltausstellung 2010. Es ist ein Film, der als Auftragsfilm entstanden ist im Zusammenhang mit der Weltausstellung, deren markantestes Monument dieses Gebäude ist, das mittlerweile das Nationalmuseum für chinesische Kunst ist in Shanghai. Also das Bild vom Filmdreh, das Sie am Anfang gesehen haben, das hängt jetzt in diesem Pavillon, der eben ein Museum für chinesische Kunst ist und kann da besichtigt werden. Das Bemerkenswerte an dem Film, das werden Sie sehen, ist, dass da ganz unterschiedliche historische Erfahrungen zusammenkommen. Fast alle Leute, die da auftreten, sind Migranten ihrerseits oder kommen von anderswoher oder sind anderswo hingegangen. Es sind verschiedene Zeitschichten der Geschichte des 20. Jahrhunderts in China, die angesprochen werden. Es kommen alle großen, wichtigen Konflikte vor. Michelangelo Antonioni spielt eine Rolle, wie Sie sehen werden. Und das ist gewissermaßen die Vignette, die nicht fehlen durfte, Hou Hsiao-shen.
kommt auch vor. In diesem Sinne, alle weiteren Fragen besprechen wir nach dem Film. Vielen Dank für Ihre Geduld und viel Spaß bei der Sichtung. Aber wir haben noch Zeit für zwei, drei Fragen, wenn Sie möchten, um dabei zu bleiben. Und keine Angst, nächste Woche ist der Film so ziemlich eine Stunde lang, dann wird nicht so spät. So kommen Sie doch wieder, das wird nicht so spät, nicht jedes Mal. Bitte schön. Genau, wir können einfach alle Fragen nächste Woche beantworten. Weil etwas mehr Zeit. Da haben Sie auch einen Anreiz, gleich wieder zu kommen. Ich will trotzdem doch eine vielleicht ziemlich kurze Frage stellen, und zwar zum Titel des Films, weil das ist mir, ich fand es interessant bei der Vorbereitung, ist mir aufgefallen, dass der Film einen chinesischen Titel hat und einen englischen Titel, wie oft bei Jia Zhongke zumindest der Fall ist. Und weil ich habe mit meinen sehr weniger Kenntnis von Chinesisch erstmal gedacht, dass es war die Übersetzung, und dann, als ich erfahren habe, dass das nichts damit zu tun hatte, was auf Englisch und auf Chinesisch auf dem Titel ist, habe ich mich gefragt. Also dann sieht man, I Wish I Knew ist eigentlich der Titel dieses Songs, das ist im Film eigentlich eher im Rande spielt sozusagen, bei dieser Ball, wenn sie tanzen und dann der Typ, der da sein Lied noch singt. Aber das ist nicht so wesentlich für den Film, fand ich. Und ich habe mich gefragt, und das ist der Punkt, wo ich zurück wollte jetzt, nach deinem Vortrag, ob dieser englische Titel, den Sie auch haben bei solchen Filmen, auch damit zu tun, so wie der Film dann im Westen präsentiert wird. Weil du hast so viel gesagt, wie wichtig es ist, wie sie wollen, diese Filme irgendwie so ankommen im Westen auch, und wie wichtig sind sie bei Festivals und so weiter. Und ob, weißt du irgendwas, ob diese Entscheidung, auch einen englischen Titel zu haben, nichts damit zu tun mit der Übersetzung des chinesischen Titels, auch mit dieser damit zu tun hat? Wahrscheinlich, also das war sicher auch eine Überlegung, nicht? Also Still Life ist auch ein eingängigerer Titel für uns als der chinesische Originaltitel des Films. Ich würde in diesem Fall sagen, dass die Entscheidung, den Pop, also diesen Song-Titel zum Titel des Films zu machen, mit dem Projekt des Films durchaus im Einklang steht. Also mal abgesehen davon, dass Pop-Songs bei Jia Zhongke ja immer eine wichtige Rolle spielen und oft als diegetische Musik, also nicht im Sinne eines Pop-Soundtracks, nicht? Martin Scorsese legt einen Pop-Song nach dem anderen über seine Filme, und am Ende hat man gewissermaßen die Jukebox geleert und den Film gesehen. Und bei Jia Zhongke spielen Pop-Songs eine wichtige Rolle, aber die sind eigentlich immer oder oft diegetisch motiviert. Also es läuft ein Radio oder drüben im nächsten Haus ist eine Karaoke-Bar oder sowas. Und hier geht es ja ganz eminent um kleinteilige persönliche Erinnerungen, die für die Popsongs ja ein sehr wichtiges Medium sind. Also es gibt ja auch diese typische Haltung, einen Popsong Dutzende von Malen anzuhören und mit Beziehungserlebnissen zu verknüpfen, oder man weiß dann auch, wo man ihn zum ersten Mal gehört hat oder wo er genau hingehört. Und mir hat dieser Titel immer eingeleuchtet, weil es in dem Film auch um eine Art der Erinnerung geht, die eben nicht die große Historie ist und auch nicht eine kleinteilige Zeugenerinnerung, wie man sie dann zusammensetzt aus Augenzeugenberichten historischer Ereignisse, sondern es sind Fragmente des Gedächtnisses einer Stadt eben. Und dafür scheint mir Chimier, der Popsong, schon der einleuchtende Aufhänger, ganz abgesehen davon, dass es natürlich ein griffiger, eingängiger Titel ist und irgendwie Coolness markiert und so. Ne? Ja. Ja, bitte. Kurz Moment. Möchte
Möchten Sie antworten? Achso, also, genau. Shanghai kennen Sie alle. Und das ist jetzt gerade andersrum. Haishang, das ist halt auf dem Meer. Und Chuanxi heißt Legende. Aber da habe ich gleich auch eine Frage. Sie hatten vorher erzählt, dass es ein Auftragswerk war. Wurde der Film auch in China gezeigt? Meines Wissens schon. Ich bin jetzt über die Rezeptionsgeschichte im Einzelnen nicht genau informiert. Er wurde in Frankreich im Kino gezeigt. Also MK2 hat dann zumindest die Rechte gekauft. Aber der Auftrag war Teil der Weltausstellung 2010 in Shanghai. Und hergestellt wurde er vollumfänglich in China. Im Kino ist er wahrscheinlich nicht gelaufen. Ich gehe davon aus, dass er als Teil der Weltausstellungsfeierlichkeiten irgendwo gezeigt wurde. Aber das ist schon auch einer der Filme, die im Westen wahrscheinlich stärker wahrgenommen wurden als in China. Vermute ich auch. Ja. Weil das so die Themen, die hier angesprochen wurden oder die Leute, die interviewt wurden und was sie erzählen, kann ich mir irgendwie, ich weiß nicht, heute nicht mehr vorstellen. Genau. Also können Sie etwas ausführen, weshalb Sie sagen heute? Der Film ist 10 Jahre alt. Ich meine, wenn dass der Film heute wahrscheinlich überhaupt nicht gedreht werden darf, ich weiß nicht. Ich meine, die ganzen Kuomintang-Leute, die da interviewt werden, was an Geschichte über die Revolution und über die Folgen der Revolution erzählt. Wir sind ja 4 oder 5 Leute, die eben als Migranten nach Taiwan gegangen sind drin und die erzählen eben die Geschichte des Bürgerkriegs und der Revolution eher aus ihrer eigenen Perspektive und tatsächlich, also Xi Jinping, wann hat er 2013, ja. Ja, es ist gut möglich, dass der Film heute nicht mehr gedreht werden könnte. Nicht in dieser Form. Ja. Wobei man auch natürlich bedenken muss, dass eine Weltausstellung immer so eine Veranstaltung ist, wo man Weltoffenheit und Globalisierungsfähigkeit demonstrieren will. Also mal ganz abgesehen, Xi Jinping ist natürlich ein sehr viel vehementerer Verfechter der One-China-Policy. Aber es liegt auch in der Logik der Weltausstellung, dass man da eine gewisse Offenheit demonstriert. Ja. Jetzt konzentrieren Sie sich auf Fußball mit China. Genau. Ja. Gibt es weitere brennende Fragen? Ja. Ich habe mehr eine technische Frage. Die Präsentation des Films ging mit einer sehr hohen Lautstärke voran und es kam auch immer wieder diese Lautstärke, dass es kaum erträglich fand, dem zuzuhören. Ist das vorgegeben von dem Film, dass man davon so überwältigt werden soll oder gibt es dazu? Da würde ich jetzt sagen, das war eine Projektionsentscheidung. Sie haben gesehen, das ist mittlerweile rar. Es war eine 35mm Kopie. Also ein richtiger Film noch. Aber wenn es zu laut war, geben wir das so in die Projektionskabine weiter. Also ich würde nicht sagen, dass der Soundtrack auf Überwältigung hin angelegt ist. Eigentlich im Gegenteil. Ja. Genau. Vincenzo, ich wollte dich über das Ende des Filmes fragen und insbesondere dieses Interview mit dem jungen Schriftsteller, ja, weil ich das ein sehr ironisches Ende gefunden habe, aber auch irgendwie traurig oder antiklimaktisch, weil im ganzen Film hören wir über diese großen historischen Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, kulturelle Revolution, Exil, und so weiter. Und dann, es ist, als ob das Ende der Geschichte eigentlich diese
reiner Produkt der Konsumgesellschaft ist, ein Schriftsteller, der sich nur darum kümmert, sich ein neues Auto zu kaufen und das coolste Auto, das er finden kann. Hattest du Gedanken über das Ende? Naja, also ich meine, er ist ja diese Art von Schriftstellerexistenz und Literatur ist Teil der chinesischen kulturellen Szene im Moment. Also er ist ja, es gibt noch den anderen berühmten Autor, das Three Body Problem, den diesen großen Science-Fiction-Roman auch geschrieben hat. Auch Millionenauflagen und die, also ja, wird mal reich mit Literatur in Deutschland, nicht? Ist ja eine schöne Sache, wenn man sich fragen kann, welches Auto man sich kauft. Ich glaube, die Pointe der Geschichte ist, dass er da sagt, dann stand ich im Laden und habe festgestellt, die Karre kostet nur 40.000. Und wenn sie 190 gekostet hätte, hätte ich sie gekauft. Ja. Das hat mich erinnert an eine Diskussion, die ich jetzt geführt habe in Abuja, Nigeria, über öffentlichen Verkehr. Weshalb würde es nicht funktionieren, hier eine U-Bahn zu bauen? Weil die Leute einfach mit dem Auto fahren wollen. Weil sie zeigen wollen, dass sie ein Auto haben. Und da stehen sie lieber 3 Stunden im Stau pro Tag, als eine U-Bahn bauen zu lassen. Und das sind diese Logiken, sagen wir mal, des ausbrechenden Kapitalismus, um die es da geht. Und er macht sich ja sehr gezielt darüber lustig, also der Schriftsteller selbst. Und er ist eine Parallelfigur zu dem Angestellten, der herausgefunden hat, dass er mit Securities-Handel pro Tag 7 Jahreslöhne verdienen kann. Ne? Und das sind gewissermaßen emblematisch die Figuren, die für die neue Form des Wirtschaftens in China stehen. Und in diesem Sinne kann man sagen, die Vergangenheit kommt aus der Zukunft auf uns zu in diesen beiden Figuren. Mir haben diese beiden Figuren immer gefallen, weil sie jede Tendenz zur Sentimentalisierung oder Heroisierung der in den kleinen Geschichten gebrochenen großen Geschichte völlig unterlaufen. Also du kannst auch aus den Kuomintang-Geschichten, auch aus der Geschichte der Tochter des erschossenen Kommunisten nach diesem Ende keine heroischen Narrative bauen. Noch ein Grund, weshalb der Film heute nicht mehr gemacht werden würde in dieser Form. Nicht? Das ist nicht der chinesische Traum, um den offiziellen Namen der aktuellen Politik von Xi Jinping zu benutzen, den es da gibt. Also mir scheint das schlüssig, in dem Sinne, dass eben, die Ironie des Schriftstellers ist die sicherste Waffe gegen große Geschichte. Ja. Jetzt gehen wir ins Bett. Noch eine Frage, bitte. Nur zum Abschluss für mich einfach. Wo lebt denn jetzt eigentlich Jia Zhangke und was macht er denn jetzt? So. Unter anderem in Fengyang, wo er Fashion, Food und Film ein Restaurant betreibt. Also man kann in Fengyang bei Jia Zhangke essen gehen. Sonst in Peking. Soweit ich informiert bin. Er hat auch jetzt ein Filmfestival auch gegründet, genau. In Pingyong. Das ist auch eine Provinz, wo er auch so ein Filmfestival gegründet hat. Das macht er auch so, produziert auch Filme. Er macht nicht nur Film selbst, aber er produziert auch Filme von anderen Regisseuren, sowohl in China als auch im Ausland. Also er hat auch viele internationale Projekte jetzt, ist ein neuer Film gestartet mit 3 Regisseuren aus verschiedenen Ländern. Also er macht ganz verschiedene Projekte. Ja. Wir werden die Gelegenheit haben, jetzt, wie gesagt, bis Juli nächstes Jahr mehrere Filme von ihm zu sehen, hoffentlich ihm selbst auch zu erleben. Und ja, bleiben Sie informiert bei unserer Webseite des DFFs, aber auch unsere neu geschaltete jia-zhangke.de Webseite, die nächste Woche das ganze Programm wird dort gezeigt. Und genau, ich
möchte mich bedanken sehr bei Vinzenz für den Vortrag, für den Abend und Sie alle natürlich, dass Sie so lange geblieben sind. Und wir sehen uns nächste Woche, hoffentlich am 7. November bei Shaoshan Going Home. Vielen Dank.